Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Beim Bohren muss man immer genau aufpassen, wie viel Spülung ins Bohrloch reingeht, durchs Bohrgestänge, und wie viel Spülung am anderen Ende wieder aus der Bohrung rauskommt. Wie viel in die Bohrung reingeht, misst man dadurch, dass man die Anzahl der Hübe der Pumpe pro Minute misst und die mit dem Volumen der Zylinder multipliziert. Und das wird angegeben in SPM, in Strokes per Minute, weiß jeder Bohrer. Also den Volumenstrom kann man gut messen. Den Volumenstrom, der aus dem Bohrloch rauskommt, kann man auch messen. Und zwar wird dazu ein Paddel in die Spülungsrinne reingehängt. Und je mehr Spülung rauskommt, desto weiter wird das Paddel seitlich ausgelenkt. Und das ist auch ein Maß für den Volumenstrom. Und der Mudlogger, der auf jeder Bohrung immer präsent ist, der vergleicht jetzt also immer den Volumenstrom, der ins Bohrloch reingeht, mit dem Volumenstrom, der aus dem Bohrloch wieder rauskommt. Und die müssen gleich sein. Wenn die Bilanz nicht aufgeht, dann haben wir entweder Verluste im Bohrloch, das ist schlecht, oder wir haben Zuflüsse, das ist noch schlechter. Das könnte nämlich zum Beispiel gefährliches Gas oder sowas sein, was uns entgegenkommt. Beim Bohren ist das also eine ziemlich einfache Geschichte, festzustellen, ob man Verluste oder Zuflüsse hat. Ab und zu müssen wir aber auch trippen. Das bedeutet, zum Beispiel wenn der Meißel stumpf geworden ist, dass wir das ganze Bohrgestänge ausbauen müssen. Das wird dann oben im Turm abgestellt, um den kleinen Bohrmeißel auszuwechseln, und dann wird alles wieder eingebaut. Das nennt man also trippen. Und beim Trippen müssen die Pumpen abgestellt werden. Und das führt zu dem Problem, dass nichts ins Bohrloch reinläuft und auch nichts aus dem Bohrloch rauskommt. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie können wir dann feststellen, ob wir beim Trippen auch Spülungsverluste oder Zuläufe haben. Und zu diesem Zweck gibt es auf der Bohranlage den sogenannten Tripptank. Der Tripptank ist ein Tank mit einer relativ kleinen Oberfläche, der ans Bohrloch angeschlossen ist. Und der Tripptank hat eine Skala, an der wir sehen können, wie hoch die Spülung im Tripptank steht. Und die steht natürlich genauso hoch wie im Bohrloch. Und zusätzlich haben wir noch eine Pumpe, und diese Pumpe wird angeschmissen, und die führt dann dazu, dass die Spülung aus dem Tripptank ins Bohrloch läuft, so dass das Bohrloch so voll wird, dass es oben immer überläuft. Jetzt haben wir also immer die Gewährleistung, dass das Bohrloch zu jedem Zeitpunkt genau bis zur Auslaufrinne voll ist. Ja, und wenn wir jetzt trippen, das heißt wir bauen das Bohrgestänge aus, dann muss normalerweise, ähnlich wie in einer Badewanne, ne, wenn wir aus der Badewanne rausgehen, fällt der Flüssigkeitsspiegel. Und genauso ist es natürlich im Bohrloch. Mit jeder Bohrstange, die wir aus der Bohrung ausbauen, sinkt im Tripptank an der Skala die Spülung um einen bestimmten Teilstrich. Oder wenn wir einbauen, steigt die Spülung im Tripptank immer um einen bestimmten Teilstrich. Ne, das ist also dann alles in Ordnung, wenn wir das so sehen. Aber wenn wir im Bohrloch Verluste haben oder Zuflüsse, dann geht diese Bilanz einfach nicht auf und die Skala an dem Tripptank entspricht nicht mehr dem, was wir eigentlich erwarten. Und dann kann man sehen, dass wieder irgendwas nicht stimmt. Ja, und der Mudlogger, der überwacht natürlich immer die Stände im Tripptank beim Trippen. Und wenn die Daumen nach oben sind, dann gehen die Bilanzen auf und alles ist gut. Und ansonsten gibt es Alarm. Ja, so funktioniert also ein Tripptank, und wer noch mehr dazu wissen will, was es noch alles auf der Tankanlage gibt, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!